Okay, so, servus Jungs. Wir sind hier. Warum sind wir hier? Wollt ihr sagen? Wer will sagen? Du? Ich? Okay, also, wir wollen heute ein paar wichtige Fragen stellen. Die wurden Berkan hier gestellt. Ja, danke schön erstmal. Welche Kamera schaut jetzt eigentlich rein? Kannst du dir aussuchen. Also, schau dir an. Auf der bist du aber nicht. Echt? Zu sehen. Aber auf der bist du gut zu sehen. Oh ja. Das sieht schon gut aus. Okay. So, gut. Also, Leon, kannst du loslegen mit den Fragen? Gibt es etwas, wovon du schon länger träumst, aber dich noch nicht getraut hast, das zu tun? Ja, guck mal, im Vorab würde ich erstmal sagen, die Fragen, wir haben die nicht einstudiert oder so. Also die Fragen sind nicht einstudiert. Die Fragen sind gestellt worden. So, das ist alles einfach bumm, raus. Die Frage, ob ich etwas schon... Mach mal bitte. Gibt es etwas, wovon du schon länger träumst, aber dich noch nicht getraut hast, das zu tun? Fallschirmspringen, Leon. Fallschirmspringen, das ist krass. Ey, ich will das unbedingt machen, aber ich hab's nicht getraut. Aber heute werde ich... Ich werd's machen. Jungs, boot mal einer Fallschirmspringen. Wir müssen das machen. Was, Bruder? Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat? Falsche Freunde, Digga. Ich schwör's dir. Aber... Hast du Tipps für Kinder, die nur einen Elternteil haben? Doppelt so viel Acker, Digga. Ich weiß ja selbst, wie es ist. Jetzt hier zwei Fragen, keine Frage, aber du bist der beste Kickboxer der Welt. Ganz viel Liebe, ganz viel Gesundheit. Von wem? Mustafa und Leila. Boah, Dankeschön. Wirklich, sowas freut mich wirklich, gell. Wenn ich sowas höre, ohne Spaß. Für viele ist es vielleicht nur so ein Satz, aber ich lieg dann zu Hause oder ich bin irgendwo und sehe das und ich denke mir dann nur so krass. Wirklich krass, Dankeschön. Was sind deine Ziele außerhalb der Kickbox-Karriere? Ey, Bro, ich will irgendwann selbstständig sein, mit einem Gym, eigenen Gym. Was soll nicht so ein Standard-Gym sein? Wirklich, das soll so ein Gym sein, das soll schon international gehen. Die Leute, die internationalen Kämpfer, die sollen drüber reden, so, ey, ich habe einen wichtigen Kampf. Das Einzige, wo ich mich vorbereiten kann, ist bei Berkan. Aber dauert noch lange, ich bin noch jung, ich muss noch sehr viel Erfahrung sammeln. Aber so Gott will, kommt es irgendwann, inshallah. Hast du schlechte Angewohnheiten? Nein, Mann. Ey, nein. Selbstbewusst, 100% nein. Was, nein. Bruder? Was, Bruder? Nein. Ich will, ich habe keine schlechten Angewohnheiten. Was, Bruder? Was denkst du, ist der Schlüssel zum Glücklichsein? Innerer Selbstzufrieden, Digga. Du musst innerlich selbst, okay, mit dir zufrieden sein. Was bringt dir, wenn du deinen Traum erfüllt, dass dir ein Lambo gekauft hast, aber das dich nicht zufriedenstellt? Was bringt dir dann dieser Lambo? Du musst wirklich innere Selbstzufriedenheit, das ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Wer ist dein Lieblingsmusiker? Ey, das hört sich jetzt bestimmt voll crazy an. Aber Lanko 76. Wisst ihr warum? Der Junge kommt wirklich von nichts. Der kommt wirklich von nichts. So, jetzt mal wirklich Real Talk. Für viele denken sich, oh, der ist noch nicht so drauf. Scheiß drauf, was er jetzt momentan noch drauf hat oder was er noch lernen wird. Aber der Junge kommt von nichts und du spürst einfach diese Energie, warum er das macht. So, also viele Leute machen deswegen Geld und sonst was. Aber Lanko macht das einfach, der erzählt wirklich. Das kommt wirklich alles aus seinem Herzen. Jeder, der Lanko persönlich kennt, denkt, er ist depressiv. Ich schwör auf alles. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Serkan, komm mal her, bitte. Komm mal bitte her. Ich bin gerade live drin. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Süd. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Oder Milch. Ey. Milch. Jeder braucht Milch. Milch, ja. Ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, aber ich lach dich nicht aus. Sag auch keinen Namen, weil ich will es nicht wissen. Aber... Ich lach dich nicht aus, ich finde nur die Frage lustig. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Ey, schon. Ja, jetzt muss ich überlegen, Alter. Ich bin ein Gefühlsmensch. Weil wie oft hatte ich den Gedanken, Berkan mach's nicht. Aber innerlich wusste ich, das ist eine gute Tat. Und dann, also mein Herz wollte das machen. Und wie oft wurde ich dann, in Anführungsstrichen, gefickt. Aber dachte mir danach dann so, Alter, Berkan, das kam aus dem Herzen, so, du wolltest es. Ja. So, mein Kopf hat gesagt davor, so, nein. Das ist auch der Moment, wann du anfängst zu bereuen, wenn dein Kopf davor gesagt hat, nein. Ey, wenn dein Kopf und dein Herz ja sagt und du machst es und du schaffst es nicht, dann bereust du nicht. Weil du weißt dann, Alter, ich wollte das zu 100%. Auf Aber wenn nur dein Herz will und dein Kopf nicht, dann stellst du dir Fragen, so, hätte ich lieber auf meinen Kopf gehört. Was ist wichtiger, Ehrlichkeit oder nett zu sein? Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, Ehrlichkeit.
Also Ehrlichkeit ist wichtiger. Weißt du warum? Wenn du nicht ehrlich bist, bist du nicht nett. Sehe ich genauso, ja. Würdest du für deinen besten Freund eine Kugel fangen? Auf jeden Fall, alle Grüße gehen raus an Niti Boy. Auf jeden Fall, 100%. Kein, ohne Wenn und Aber, ohne Wenn und Aber. Indianerschwur. Hast du manchmal Leistungsdruck? Was wollte der sein? Dein Freund leise wieder gut Scheiß auf dich. Ich schieße auf dich. Nein, Jungs, man darf nicht so schießen. Nein, Bro, sorry. Hast du manchmal Leistungsdruck? Brutal, Digga. Ey, ohne Spaß. Brutal. Ich meine, desto weiter du gehst, desto mehr Leistungsdruck baust du auf. Egal, wenn du nicht mehr willst oder so. Ich denke mir dann immer so, auch wenn ich mal wirklich depressiv irgendwo zu Hause bin und wenn es nicht geklappt hat, ich denke mir dann so, Alter, ich bin schon zu weit gegangen, um aufzuhören. Ich habe Sponsoren, ich habe Familie, ich habe Freunde, die alle glauben an mich. Das wäre richtig respektlos, das wäre scheiße, wenn ich, sagen wir Beispiel, ich habe einen Kampf, Beispiel, sagen wir am 20.10. ich habe einen Kampf und ich bereite mich auf diesen Kampf vor, alle meine Jungs posten mich, pushen mich, erstellen T-Shirts, alles mögliche, Plakate und ich sage 10 Minuten vor dem Kampf ab. Auch wenn ich 10 Minuten vor dem Kampf Angst habe, das ist auch voll oft der Fall, 10 Minuten vor dem Kampf, ich denke mir so, nein Mann, warum mache ich das überhaupt, ich will da nicht raus und so. Und dann denke ich mir so, Alter, nein, Mann, dann kommt dieser Leistungsdruck ins Spiel. Ich denke mir dann so, Alter, nein, ich darf nicht zurückgehen, ich muss jetzt raus, aber sobald ich im Ring drin bin, ich bin Löwe. Ich weiß nicht, das ist wie mein Zuhause. Wie sieht dein Leben in 10 Jahren aus? Digga, Gott weiß. Nur Gott weiß. Ich will gar nicht zu viel versprechen oder sonst was. Also ich hoffe mir natürlich vieles, aber, und ich mache auch was dafür, aber nur Gott weiß. Kannst du dir vorstellen, eines Tages im Ausland zu leben? Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Wo? Irland. Irland. Ja. Sehr ruhig, Digga. Die Mentalität in Irland ist einfach krass. Jetzt eine sehr wichtige Frage, was wirklich viel zu selten gestellt wird. Wie geht's dir, Bruder? Gut, Mann. Wie geht's dir? Was ich sagen, Bruder? Immer gut, immer. Was bedeutet Social Media für dich? Bro, ich sag dir ehrlich, Social Media bedeutet für mich eine Plattform, die uns eine Chance bietet, sich weiterzuentwickeln, deine Ziele leichter zu erreichen. Klar, ich sage jetzt, keiner sagt, dass es dadurch viel leichter wird, aber du kommst leichter an Menschen ran. Man kann sich eine Community. Auf jeden Fall. Und viele Leute, meiner Meinung nach, benutzen Social Media auch falsch. Ja, die sind da einfach falsch unterwegs, so, die posten nur depressiven Zeug, die wollen nur zeigen, so, ey, ich hab das, was ihr auch habt. So. Nach diesem Interview, wenn ich keine Story poste in so eine Stunde oder so, dann wirst du die Langkörper umgebracht. Wie definierst du einen wahren Bruder? Ja, ein wahrer Bruder? Guck mal, viele denken, ein wahrer Bruder ist nur der wo in schlechten Zeiten da ist. Ey, meine Meinung, es ist schön, wenn du Freunde hast, die in schlechten Zeiten da sind, aber was? Aber ist es auch dann wirklich dann dein Bruder? So, du brauchst Freunde, die wirklich an guten Zeiten da sind, die an schlechten Seiten da sind, die auch da sind, wenn du gar nichts hast oder die auch da sind, wenn du vieles hast. Das sind diese schlechten, guten. Und die dich einfach selbst motivieren, die dich unterstützen, wenn du Kickboxer bist, wenn du Musiker bist. Und ich bin Kickboxer, ich bin auf einer Party, es ist schon 4 Uhr morgens und mein Freund sagt nicht zu mir so, ey, geh nach Hause, Mann, du musst trainieren, so, was suchst du überhaupt hier? Oder so, was machst du überhaupt hier? Warum bist du hier? Ja. Dann ist es für mich kein wahrer Bruder. Wann machst du deine Deutschland-Tour? Wir warten auf dich. Deutschland-Tour wird auf jeden Fall kommen. Ja, Mann, ich denke mal so in den nächsten 2 Monaten auf jeden Fall. Ich habe ja schon die Städte, es sind richtig viele Städte, Mann. Auch voll weit, Mann, die habe ich voll gefühlt. Hätte ich die aber nicht gefragt. Wie fühlt es sich an, wenn jemand mit dir ein Foto machen will? Ey, unbeschreiblich. Ey, als ich das allererste Mal nach einem Foto gefragt wurde, ich habe erstmal gedacht, der will, dass ich den fotografiere. Ich, ja, klar, ich gebe dein Handy. Jetzt vor kurzem noch, vor 2-3 Tagen, Serkan weiß auch, ist ein super korrekter Typ gekommen. Grüße gehen raus erstmal an Musti, brutal korrekt. Ey, der ist gekommen, wir haben ein Foto gemacht und das hat den gefreut. Und das, du musst dir vorstellen, ja. Digga, mit so kleinen Dingen kannst du einfach Menschen freuen. Grüße gehen raus an dich, Musti, und dann auch an die ganzen anderen Supporter. Ich küsse euer Herz. Was hast du immer gemacht, wenn Leute hinter dir reden? Rein, raus, Digga. Lass sie reden, Mann. Ich schwör, scheiß drauf. Ohne Spaß, scheiß drauf. Das juckt gar keinen. Das juckt keinen. Redet. Immer. Redet, schreibt Aufsatz, Erörterung, schickt mich Verbesserung, schickt euch zurück, Mann. Ich schwör, das juckt keinen. Da kommt Lampo immer hin. Wie ist es, wenn du Sponsoren bekommst? Ey, unbeschreibliches Gefühl. Das ist einfach. Du weißt, die Menschen supporten dich, unterstützen dich. Und die machen das aus dem Herzen. So. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich kann das gar nicht beschreiben, wirklich. Das ist wirklich unbeschreiblich. Also, es ist, guck mal, wir haben jetzt die Geschäftszeit von Syndicate ist schon vorbei. Also der Laden ist ja schon zu. Es ist über 19 Uhr oder so, ich weiß nicht. Wie viel haben wir? Ja.
Es ist 19.24 Uhr, so. Es ist, und Syndicate, die nehmen sich gerade extra Zeit und unterstützen vom Herzen, stellen hier eine Location zur Verfügung, Kleider und. Nur, damit wir unser Video drehen können. Also erstmal, Grüße raus an jeden Sponsor, wirklich, ich küsse euer Herz. Und nochmal, Mika, komm mal her bitte, ganz kurz. Mika! Ich will einfach für Mika! Und erstmal Dankeschön für die ganze Unterstützung. Dankeschön. Ich weiß noch, gerne. Ich weiß noch, als erster Tag, Digga, sag mal ehrlich, Hand aufs Herz, sag mal bitte in eins von diesen drei Kameras, wie kam das eigentlich dazu? Warum hast du gesagt, dass du mich Sponsor bist? Oder ich habe gesehen, der Junge, der verfolgt seinen Traum. Und irgendwie wollte ich den halt dabei unterstützen, dass er jetzt weiter im Leben kommt, dass er mehr Reichweite bekommt. Bin dann über einen Kumpel auf ihn aufmerksam geworden. Dann ist er gekommen und das hat sofort geklappt. Also, menschlich auch top. Super, danke, da wirklich. Hat alles gepasst, zwischenmenschlich top. Und wir hoffen jetzt auf ein paar gute, schöne Jahre noch. Inshallah. Auf jeden Fall, ja. Inshallah. Ich küsse dein Herz, Digga. Gerne, ja. Mach mal Emotionen, mach so Hintergrund emotionale Musik. Sag mal, Mann. Guck mal, Digga, eine Frage kommen, können wir auch beantworten. Ich will das. Ja, Mann, das ist irgendwie zu viel, Mann, ich bin voll. Was schön. Soll ich eine neue Frage vorlesen? Ja, Mann. Welche Rolle spielt Mentaltraining bei dir? Ey. Komm, sag mal so deine Antwort, dann sag ich auch meine. Was, Bruder? Ey, Bruder, Mentalität ist das Wichtigste. Wenn du keinen Fleiß hast, keinen Willen, kein Sieger. Ich hab verkannt. Schneidest du es raus? Nein, Bruder! Nein, okay! Nein, Bruder! Hör auf, der fickt mich, Alter! Nee, Bruder, Alter. Gewinner bist du schon. Ja, du bist halt schon im Kopf gewinnen, Alter. Wenn du nicht mit Kopf dabei bist, dann bringt's ja gar nichts. Deshalb, wenn ihr Ziele verfolgt, immer mental stark sein, immer. Mamba-Mentalität, so wie Kobe Bryant. Digga, ich sag dir mal so, mentales Training, in meinen Augen, du kannst von mir aus der stärkste Kämpfer sein. Du kannst der Beste in dem sein, was du tust. Bist du im Kopf nicht stark, wirst du gebrochen. Du wirst gebrochen. Du musst im Kopf stark sein und im Herzen stark sein, sonst wirst du gebrochen. Mentales Training ist so wichtig. Viele unterschätzen das. Vor dem Kampf, viele denken, ich bin blöd, wenn ich das mache. Alle meine Freunde haben das damals gesehen und die haben gesagt, was machst du? Ich bin im Jogging gegangen, ich bin aus dem Haus raus und ich habe gesagt, ich werde gewinnen. Die ganze Strecke beim Joggen und wieder zurück, ich habe nur gesagt, ich werde gewinnen. Nachts, ich nehme eine Audio auf, ich werde gewinnen und lass es nachts laufen beim Schlafen. Ey, dein Kopf stellt sich schon drauf ein. Bevor ich in den Kampf gehe, in die Arena, ich stelle mir schon alles vor. Ich weiß ganz genau, wie ich in den Kampf reinlaufen werde. Vielleicht kennt ihr das bei mir, wenn ich in den Kampf einlaufe, ich mache immer das Gleiche. Ich bleib stehen, puste aus, Brust hoch, guck mein Bild hinten an und lauf rein. Das ist wichtig, du musst dir alles vorstellen, das darf nichts neu in deinem Kopf sein. Dann ist alles easy, dann kommt alles von allein. Der Rest kommt von deinem mentales Training, top, wichtig. Wenn du Alhamdulillah, und sich so tun. I will smash you, boy. Hat Sport dir geholfen, dich von Kriminalität fernzuhalten? Auf jeden Fall, Digga, auf jeden Fall. Also, ich sag ehrlich, so viele, das bekommt man ja auch jetzt mittlerweile mit, viele Leute landen im Sumpf von Alkohol, Drogen oder sonst was. Und Sport war immer für mich so, auch wenn meine Freunde damals immer rausgegangen sind und gesagt haben, wir gehen jetzt Partys machen. Und ich wusste, ey, ich muss ins Training oder ich habe morgen Training oder boah, ich bin voll müde vom Training, dann bin ich nicht mitgegangen. Das war alles für mich egal. Und ich bin schon dankbar, dass Kampfsport in mein Leben gekommen ist, weil ohne Kampfsport, Gott weiß, wo ich gelandet wäre. Guck mal, ich sehe aus wie ein Kanake. Ich bin Kanake. Und mehr muss ich. Ich bin hübsch, aber Digga, das Ding ist halt einfach, das Leben hätte uns einfach weitergeleitet. Das ist der Lauf der Dinge so. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich jetzt Kriminal geworden wäre, weil ich habe einfach zu gutes Herz dafür. Aber, ja, Mann. Und auch an all jede Scheiße, den ich bis jetzt gebaut habe und jede Fehler, den ich gemacht habe, das tut mir auch wirklich vom Herzen leid so. Aber alles hatte seinen Grund. Auf jeden Fall. Hast du früher andere Sportarten gemacht? Ja, Mann, ich war Fußballer, Digga. Ohne Spaß. Ich war richtig gut, Mann. Ich war in der Auswahl, Nationalmannschaft. Ohne Spaß. Dann glaub mir nicht. Geh nach Hause, raus. Ich schwör auf alles, das Digga. Ohne Spaß. Herr Major, Digga. War, ja, Günther Major, du warst ja bei Auswahl. Genau, Talentförderung. Ohne Spaß, Digga. Ich mein's ernst. Ohne Spaß. Der kannte alle Leute, wo Kestrin und so kannten. So die, siehst du? So, weil der wurde ja auch gefördert und so. Ja, Digga. Ich bin 7-6. Ich bin
bei mir ist so, egal was ich mach's gut, weil ich dieses mentale Ding hab. Ich bin im Kopf stark. Siegermentalität. Ich hab das. Ich will, wenn ich etwas anfange, dann mach ich 100%. Ich hab Fußball gespielt, ich war krass. Wenn ich morgen mit Basketball anfange, ich bin in der NBA in 2 Wochen. Ich brauch dafür mehr nichts. Ich bin 2 Wochen NBA. Oh, nein, Digga, mach nächste Frage. Schieß dann, Digga. Nächste Frage. Was empfiehlst du, wenn man im Ring steht? Digga, das ist. Boah, das ist auch ein unbeschreibliches Gefühl, das muss man wirklich mal erlebt haben, wenn all deine Freunde deinen Namen schreien und du bist da drin und du kämpfst einfach und du weißt ganz genau, Alter, du hast 8 Wochen trainiert, um den Typen jetzt zu hauen, um diesen Kampf zu gewinnen. Boah, und dann bist du drin, du brennst einfach so, du löscht wirklich alles aus rum. Du, in deinem Kopf ist alles schwarz, du siehst nur Ring, die Seile und den Typen. Und dann haut ihr euch. Das war eine geile, ja, kurze Antwort. Eine Frage dazu stellen. Ja, du warst schon mal so in Bedrängnis im Kampf? Ja, Mann. Ich war schon mal in Bedrängnis, das war bei meinem letzten Kampf am 7. Dezember 2019. Digga, jeder, der sich das Video auf YouTube angeschaut hat, das ist jetzt keine Ausrede oder sonst was. Ich hab da so 3-4 Tritte gegen Eier bekommen und ich hab geleidet. Ey, ich hatte Bauchschmerzen. Wie bist du dann umgegangen? Hattest du dann so... Bro, ich hab Alarm... In meinem Körper war Alarmstufe rot. Ich wusste nur noch, fuck. Digga, das Ding ist, jeder von uns weiß, wie es wehtut, Tritt gegen Eier zu bekommen. Und der Typ hat nicht leicht gemacht. Der hat sich absichtlich gemacht. Aber es hat trotzdem wehgetan, weil es war mit voller Wucht. Ey, und im Video sieht man, ich habe Tränen bekommen. Im Kampf, ich hatte Tränen. Und ich wollte eigentlich nicht weiterkämpfen. Ich wollte schon weiterkämpfen. Nur in dem Moment war für mich aus. Ich dachte so, das hat echt wehgetan. Und in dem Moment, ich dachte mir einfach so, ey, ich muss Gas, ich muss weitermachen. Ja, dann hat es auch daran, lag auch daran, dass diese Bauchschmerzen dann irgendwann hochgekommen sind. Und ich war dann auch so, und er ist ausgenutzt. Er hat schlau ausgenutzt, schlau gekämpft. Aber ich war immer noch auf dem Rückkampf. Arschloch. Gibt es noch Leuten, denen du vertraust? Ja, Mann, eine Handvoll von Leuten. Die Namen muss ich auch gar nicht aufzählen, die Leute wissen es. Auch wenn man oft enttäuscht wurde, so, man sammelt die Erfahrung, aber nur weil du es von einem enttäuscht wurdest, kannst du nicht alle hassen. Das ist so wie diese Polizeisache, Digga. Es gibt in Deutschland über 300.000 Polizisten. 4-5 Leute bauen Scheiße, man hasst direkt jeden Polizisten. Und das ist das Problem. Ich kann euch verstehen, Jungs. Also, ihr habt ein bisschen... Du zum Beispiel, du hast... komm mal her, Lanko, bitte. Komm, kick mich. Nächste. Deine Erfahrung mit der Polizei. Ich mag Polizisten und so. Du magst sie. Das ist voll korrekt. Was geht ab? Machen wir nächste Frage, oder? Ja? Kannst du Türkisch? Kannst du Türkisch? Evet. Das heißt ja, oder? Echt? Ja. Was erhoffst du dir von deiner Kampfsportkarriere? Ein Vermächtnis. Bentley. ein Vermächtnis, das soll nicht einfach so jetzt... Ich will, dass die Jüngeren, die nächsten Newcomer irgendwann Poster von mir im Zimmer haben und sagen, ey, ich will die Motivation sein, warum Leute mit Kampfsport anfangen. So, das freut mich. Und jetzt, so, Bro, ich habe nicht mal 40% von dem erreicht, was ich erreichen will. Und trotzdem höre ich so Nachrichten, ich habe wegen dir Kampfsport angefangen. Und du weißt, wie es einen freut, wenn jemand dazu bringt, ja, mit Kampfsport anzufangen. Weil du weißt ja selbst, wie das ist, mit Kampfsport anzufangen. Dann fühlt man das einfach rund. Ich will mir einfach ein Vermächtnis damit aufbauen. Familie stolz machen, wenn du reich machst. Was ist dein Lebensmotto? Get rich or die trying. Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Weitermachen wie bis jetzt. Wie kommst du klar, wenn Leute bei dir schleimen, Abi? Ist doch gut, Digga, die schenken mir Sachen. Damals, Berufskollege, ich will keinen Namen nennen. Ich komme erste Schultag, ich komme rein, der hat mir Pausenbrot geschenkt. Ich so, boah, geil, ich muss kein Geld ausgeben. Nein, also ich nutze es natürlich nicht aus, aber Geschenke über 100 Euro nehme ich an. Bester Friseur in Heilbronn? Bad Hair Lounge, Digga. Bad Hair Lounge. So, einer meiner Sponsoren, grüße ihn raus an dich, Juli. Auf jeden Fall, Digga, Bad Hair Lounge, klar und deutlich. Liebe Grüße. Grüß an Human, der fragt, ob du ihm Geld leihen kannst. Bruder, ich glaube, du bist schon eine falsche Adresse hier. Digga, wir wollen gerade Geld verdienen, nicht Geld ausgeben. Du bist einer der reichsten Menschen in ganz Deutschland. Was motiviert dich am meisten? Familie, Erfolg, andere Dinge? Familie. 100% Familie. 1 Million. Was glauben wir noch? 100%. Welche Musik hörst du am liebsten beim Trainieren? Guck mal, ich sag dir jetzt ehrlich, im Training hört man schon harte Musik, so Deutschrap und so. Aber auch viel amerikanisch. Aber jetzt kommt das Lustige. Vor meinem Kampf höre ich keine aggressive Musik. Ich höre Piano-Stücke.
Echt? Ja, Mann. Das ist krass. Das glaubt mir keiner. Das ist krass. Pianostücke. Das beruhigt die Seele so arg. Oh mein Gott, das glaubst du nicht. Hast du einen persönlichen Vorbildkämpfer? Kann man auch einen Toten nennen? Ja, safe. Vorbild, safe. Muhammad Ali, auf jeden Fall. Der hat sowohl im Sport als auch im Leben viel, viel, viel bewegt. Und das ist auch so mein Ziel. Ich will natürlich auch im Sportlichen sehr viel bewegen und auch außerhalb, außerhalb der Karriere will ich auch sehr viel Menschen helfen. Was? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Das war's mit unserem Interview. Vielen Dank an Berkan. Oh. Dankeschön. Vielen Dank an jeder, der hier dabei war. Dankeschön. Ich dachte immer, geiles Kopf. Ich auch.